Feldtest. Erste Schule wird durch Brennstoffzelle geheizt. Zukunftswerkstatt, so der verheißungsvolle Name für ein Projekt im Landkreis Harz. Eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie soll für die Einheitsgemeinde Osterwiek entwickelt werden und auf andere Orte vorbildhaft wirken. Die Zukunftswerkstatt war ein Projekt, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2012 gefördert wurde. Dieses Projekt widmete sich den Fragen, wie wollen wir leben, wie müssen wir wirtschaften, wie können wir unsere Umwelt bewahren. Und anhand dieser Fragen sollten gemeinsam mit den Bürgern Ideen entwickelt werden und auch möglichst umsetzbar gemacht werden. Ein großer Schwerpunkt in dem Projekt war der Bereich Klimaschutz. Ein Baustein der Zukunftswerkstatt und des Klimaschutzprojektes wurde von der Hochschule Harz entwickelt und von den Halberstadtwerken in Osterwiek umgesetzt. Das Fallstein-Gymnasium wurde 1994 saniert, erhielt einen Anbau und auch eine moderne Heizungsanlage. Diese ist jedoch nach 20 Jahren veraltet und weist so einige Probleme auf. Probleme gab es dort vielfältiger Art, insbesondere, dass die Räume nicht warm wurden, dass die verschiedenen Heizkreise unterschiedlich heizten und dass die Steuerung nicht mehr funktionierte. Das ist eigentlich das größte Problem gewesen. Insofern wurden manche Räume sehr warm und andere Räume wieder gar nicht warm. Und da einen Ausgleich zu schaffen, da konnte fast nur per Handsteuerung erfolgen. Und das ist natürlich energetisch sehr unbefriedigend. Abhilfe soll eine moderne, energieeffiziente Anlage mit Brennstoffzelle schaffen. Die Halberstadtwerke sind mit ihren Fachleuten vor Ort. Die Halberstadtwerke haben als Gesellschafter ja nicht nur die Stadt Halberstadt, sondern zu 25% auch die Thyga. Die Thyga ist ein Verbund kommunaler Unternehmen, deutschlandweit 90 Unternehmen. Und die haben wieder Vereinbarungen mit einem Hersteller von Brennstoffanlagen, dass wir Feldtests durchführen können in Deutschland. 7 Brennstoffzellen insgesamt werden in Feldtests erprobt. Und eine davon haben wir hierher bekommen nach Osterwiek. Und das ist die einzige Brennstoffzelle, die in einer Schule installiert worden ist. Und wir werden jetzt in dem nächsten Jahr diese Tests hier durchführen. Und sie ist direkt eingebunden in das Heizungs- und Stromsystem dieser Schule. Und das Interessante daran ist, dass diese Brennstoffzelle dann auch die Ergebnisse in den Physikunterricht einspielt und wir, die Schüler, also sozusagen mitnehmen können bei der Erprobung dieses Gerätes. Der Energieträger Erdgas wird zu einem wasserstoffreichen Gas umgewandelt und kommt dann in diesen unscheinbaren Behälter, dem Kernstück der Anlage, der Brennstoffzelle. Es fließt ein Strom und natürlich entstehen dabei Wasserdampf und Wärme. Diese werden für die Heizung genutzt. Ja, ein Schritt in die richtige Richtung, in die Zukunft. Mit der Einzelraumsteuerung hoffen wir natürlich, dass die Räume dann, die nicht benötigt werden, nicht beheizt werden und die anderen, die benötigt werden, auch entsprechend warm werden. Bedeutet das jetzt auch für die Schule ein gewisser Fortschritt, den man hier den Schülern zeigen kann? Ja, das wird natürlich im Unterricht auch selbstverständlich ausgewertet und für den Unterricht insbesondere Chemie, Physik fruchtbar gemacht werden. Im Heizungskeller sieht es bereits gut aus. Die Brennstoffzelle wurde montiert und die Anschlussrohre verlegt. Dennoch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Also es ist nicht nur die Brennstoffzelle, sondern hier ist das gesamte Heizungssystem veraltet. Und wir werden deswegen oder haben schon einen Teil saniert. Die Kesselanlagen sind in den Winterferien hier ausgewechselt worden. Jetzt die Brennstoffzelle und in den Sommerferien wird die Einzelraumregelung und die elektrische Einbindung dieser Brennstoffzelle erfolgen, sodass wir nach den Ferien das komplette Projekt hier abgeschlossen haben. Die moderne, geräuscharme Heizung mit hohem Wirkungsgrad soll zu Energieeinsparungen führen. Außerdem wird sie künftig noch ein Nebengebäude mit Wärme versorgen.
mit großer Wahrscheinlichkeit hier das Projekt, was nebenan ist, der Bunte Hof. Es ist eine Sanierung eines alten Fachwerkgebäudes, eines sehr, sehr alten Fachwerkgebäudes. Und das ist natürlich schwierig, eine moderne Heizungsanlage vernünftig mit zu integrieren, sodass wir jetzt daran denken, eine Wärmetrasse dorthin zu verlegen und über diese Heizungsanlage und die Wärmetrasse dieses Objekt zukünftig mit Wärme zu versorgen. Und ich glaube, das ist innovative Technik gepaart mit den Möglichkeiten, andere mit einzubinden. Das ist genau das, was wir im Sinne der Energiewende auf den Weg bringen wollen. Das Fallstein-Gymnasium ist ab September dann bundesweit die erste Schule, die durch eine Brennstoffzelle beheizt wird. Know-how aus dem Harzkreis.